Wenn Menschen zusammenkommen, liebe Zuschauer, die feiern, singen, tanzen und lachen, dann vermuten wir, dass es sich vielleicht um einen Geburtstag oder vielleicht Hochzeit handelt. Wir waren am Wochenende auf einer Feier, wo die Gäste eben getanzt und gelacht haben. Aber dabei handelte es sich um eine Trauerfeier. Aber diese Feier für die Schauspielerin Ellen Schwiers hieß nicht nur anders, nämlich Lebensabschiedsfeier. Sie war auch ganz anders, als die meisten von uns es erwarten würden. Ellen Schwiers hatte sich eine fröhliche Lebensabschiedsfeier gewünscht und ihre Tochter Katharina Jakob will den Wunsch ihrer Mutter erfüllen. Die Schauspielerin Ellen Schwiers war vor 3 Monaten im Alter von 88 Jahren gestorben. Meine Mutter hat immer gesagt, nachdem sie meine Hochzeit miterlebt hat, gibt sie ihre Abschiedsparty in meine Hände und sie sagte, mach ja keine Trauerfeier daraus, keine Beerdigungsfeier. Ich möchte, und das war so ihre Meinung, die Toten müssen ja gefeiert werden und nicht betrauert. Obwohl nur die Familie und enge Freunde zu der Feier am Starnberger See eingeladen sind, dürfen wir mit der Kamera dabei sein. Das hat sie sogar bestimmt, dass Brisant als einziges hier drehen darf, weil sie ein totaler Fan von Brisant war. Um 17.15 Uhr durfte sie kein Mensch stören. Ellen Schwiers fehlt ihrer Familie und ihren Freunden. Aber alle Gäste sind froh, dass es keine konventionelle Trauerfeier gibt, dass sie für Ellen Schwiers ein Fest feiern dürfen. Generell bin ich so ungern auf Friedhöfen, weil ich finde Friedhöfe immer so traurig. Und ich finde, das Leben ist doch eigentlich so schön und vor allen Dingen so bunt gewesen bei ihr. Und das muss man doch sehen, das muss man feiern in einer ganz anderen Form. Dass wir alle mal gehen müssen, das ist normal. Aber die Freunde sind nicht nur heute gekommen. Sie waren auch da, als Ellen Schwiers krank war und mit Sterbefasten ihr Leiden verkürzen wollte. Zweimal war ich da, da wurde sie gar nicht mehr richtig wach. Und beim letzten Mal, da war sie wirklich nur noch so ein Schatten ihrer selbst. Aber sie hat dann meine Hand genommen und gesagt, du warst immer ein guter Kompagnon. Und jetzt geh. Geh in die Welt hinaus und ich geh woanders hin. Um zu verstehen, warum Ellen Schwiers so geliebt wurde, hier eine zauberhafte Geschichte. Die Tochter von Nicola Tiggeler und Timothy Peach glaubte als Kind an eine Fee, die sie beschützt. Irgendwann wollte sie mit der Fee sprechen. Über Jahre schlüpfte Ellen Schwiers in die Rolle der Fee Valentina und rief Tiffany an. Immer wenn es Tiffany nicht so gut ging, dann hat Ellen Schwiers als Valentina mal angerufen und hat die Sachen mit ihr geklärt. Hinreißend. Und unsere Tochter weiß es erst, als sie volljährig ist. Eigentlich erst, als sie 21 oder so, haben wir ihr gesagt, wer das war. Und Ellen hat das so rührend gemacht. Das war unglaublich. Von den unterschiedlichsten Orten der Welt hat sie angerufen, wenn es nötig war. Ellen Schwiers war nur auf der Leinwand eine Diva. Privat hat sie sich lieber um andere gekümmert, als sich selbst zu bewundern. Deshalb ist auch ihr Lieblingsverkäufer vom Supermarkt um die Ecke gerne zur Abschiedsfeier gekommen. Die hat mich über 10 Jahre, hat sie mir jede Woche Fleischklotzer gebracht und waren die besten. Frikadellen. Aus Lammfleisch, extra aus Lammfleisch. Frikadellen oder Buletten. Da das bundesweit ist, sagen wir Buletten oder Frikadellen. Aber bei uns sind es Fleischklotzer. Die brachte sie dann einfach so vorbei? Die hat sie dann selber vorbeigebracht, solange es noch ging. Und danach hat es dann ihre Haushälterin gemacht. Ja. Oder ab uns auch die Katharina. Ellen Schwiers Urenkel sind aus Kanada angereist. Sie wollen die Familientradition fortsetzen und Schauspieler werden. Leider ja. Ich bin nach Kanada gezogen, um dem Ganzen zu entkommen. Und natürlich Schauspieler. Und jetzt die beiden Schauspieler. Kommt nicht davon weg, aber die lieben es. Beide. Wir schicken der wunderbaren Ellen Schwiers fröhliche, bunte Abschiedsgrüße, wo immer sie jetzt ist.